2002. In diesem Jahr wurde der Studiengang Journalismus und Public Relations gegründet. Von Facebook, Twitter oder YouTube war damals noch keine Rede. Die Idee von sozialen Netzwerken steckte noch in Kinderschuhen. 10 Jahre später prägen Meilensteine der Kommunikationswelt den Studienalltag. Über Facebook werden Lehrveranstaltungen koordiniert, über Flickr Fotos auf Weblogs eingebunden. Videoprojekte werden auf YouTube hochgeladen und über Twitter weitergezwitschert. Aber nicht nur die Kommunikationsprofis von morgen sind längst in der digitalen Welt angekommen. Soziale Netzwerke sind Alltag für Unternehmen und Privatpersonen. Beziehungen, Dialoge, Wissenstransfer – all das findet heutzutage online statt. 10 Jahre JPR. Wir wagen einen Blick zurück. Wie sehr hat sich die populäre Kommunikation eigentlich in den letzten 10 Jahren verändert? So wie es Karl Marx vor 150 Jahren gesagt hat, die Dampfmaschine schafft eine neue Welt. In einer ähnlichen neuen Welt befinden wir uns mit Chips, Computern, Netzwerken. Alles ändert sich. Das Arbeiten, das Leben, die Freizeit, es ist alles neu. Wir leben in einer wirklich anderen Welt, die einfach unvergleichbar ist mit der Welt von vor 30 oder 50 Jahren. Heute wird von einem Einzelnen verlangt, dass er sein Gesicht zeigt, dass er offensiv in Social Networks unterwegs ist und dass er nicht einfach zurückhaltend kommuniziert und sagt halt, meine Aufgabe ist PR und ich sorge dafür, dass andere zum Sprechen kommen. Ich denke, es ist eine große Portion Flexibilität hinzugekommen, aber auch eine große Portion Verbindlichkeit und die muss mit Verantwortung von jedem Einzelnen angenommen werden. Ich glaube, dass wir alle ein gewisses Sendebedürfnis haben und ein gewisses Geltungsbedürfnis haben. Das heißt, es ist negativ behaftet, aber ich sehe das eigentlich grundsätzlich positiv. Und dieses kann man natürlich auf diesen Plattformen sehr gut verwirklichen. Facebook ist ja so ein typisches Problem, wo man sehr einfache Fragen stellen kann. Wieso es etwa 300 Leute interessieren soll, dass ich gerade eine Wurstsemmel esse? Oder wieso ich die Notwendigkeit empfinde, hunderten Leuten mitzuteilen, dass ich gerade eine Wurstsemmel esse, ist ein interessantes Rätsel. Es ist nur erklärbar, indem es sich um relativ narzisstische Persönlichkeiten handelt, die sich dort auch tummeln und die das noch verstärkt nutzen können, indem sie sagen, die Mama hat es immer interessiert, wenn ich eine Wurstsemmel esse, also muss es die ganze Welt interessieren, dass ich eine Wurstsemmel esse. Dann gibt es diesen Buzz, also dieses Mithören, was so geht, diese kleinteiligen Informationen, dass man das Gefühl hat, dabei zu sein und zu wissen, was so läuft. Und das andere, was sicher auch eine Motivation ist, sich danach aktiv zu beteiligen, das ist schlicht und einfach das Gefühl, gebraucht zu werden. Gerade für Unternehmen birgt die Kommunikation im sozialen Web Chancen, aber auch Risiken, weiß der Münchner Kommunikationsexperte Klaus Eck. Es geht darum, Feedback auszuhalten. Heute ist es einfach so, dass Kunden, die sich beschweren, das offen machen. Ich muss nicht mehr direkt anrufen beim Kundenservice oder in einem Formular reingehen und dort meine Anfrage stellen. Nein, ich kann direkt auf Twitter meinen Unmut preisgeben, ich kann auf Facebook mich beschweren. Und das ist für Unternehmen nicht einfach, damit umzugehen, aber eigentlich muss man nur seine Kunden ernst nehmen auf allen Ebenen. Dann hat man dadurch sehr, sehr gute Chancen, zumal man ja sehr frühzeitig dann auf den Unmut der Kunden auch aufmerksam gemacht wird. Im Moment lebt vieles auch von Quasi-Monopolisten wie Google und Facebook, dass manche Leute das Bedürfnis verspüren, sich von dieser großen Masse wieder zurück, also abzuwenden in Richtung kleinere Gruppen. Also dass von dieser Ausdehnung des Kommunikationsraums Richtung global und internationale Kommunikation sich eine Rückbesinnung auf lokale Dienste ergeben kann in Richtung, was tut denn eigentlich mein Nachbar?